Hallo und herzlich willkommen zu HitDice. Mein Name ist Dustin und im heutigen Video geht es los mit einer neuen Content-Reihe zu Spielleiter-Tipps. Ich möchte euch zeigen, wie ich eigentlich Abenteuer anlege. Dabei sprechen wir erst einmal über den Mythos des richtigen Moments für etwas, dann sprechen wir darüber, immer etwas größer zu denken und am Ende gibt's auch noch ein bisschen Motivation. Los geht's! Warum heißt die Reihe eigentlich, wie ich Abenteuer plane? Ganz einfach, weil ich nicht glaube, dass es den Weg gibt. Es gibt einen Weg und einen davon habe ich für mich gefunden und den möchte ich mit euch teilen. Möglicherweise könnt ihr etwas davon mitnehmen und es kann euch helfen, ein besserer Spielleiter zu werden. Einer der Punkte, über den wir heute auf jeden Fall reden werden. Denn irgendwann kommt man immer bei der Frage an, bist du ein guter Spielleiter? Eine Frage, die man sich selbst stellt. Und wenn man sagt, ja, hey, klasse, super. Ich bin froh um jeden, der das Gefühl hat, selbstsicher genug zu sein, das von sich behaupten zu können. Das ist top. Spreadet euer Wissen raus an die Leute. Gebt den Leuten mit, was ihr erfahren habt und kreiert großartige Abenteuer. Beantwortest du die Frage, ob du ein guter Spielleiter bist, mit nein, ist das auch klasse. Denn das bedeutet für dich, dass du noch etwas dazulernen möchtest. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum du dieses Video gerade schaust. Aber stellen wir uns denn überhaupt die richtige Frage an der Stelle? Müsste die Frage nicht eigentlich sein, wie kann ich ein besserer Spielleiter werden? Denn das ist doch die eigentliche Erkenntnis, auf die es ankommt. Denn ein guter Spielleiter zu werden, ist wie Lernen. Lernen ist immer ein Prozess. Der Weg ist das Ziel, nicht das Ergebnis. Ihr werdet nicht irgendwann den Zeitpunkt erreichen, an dem ihr sagen könnt, hey, jetzt habe ich als Spielleiter absolut alles gelernt. Denn wenn ihr das von euch behauptet, dann habt ihr wahrscheinlich etwas falsch verstanden. Es muss immer die Sache sein, dass ihr euch als Ziel setzt, ich möchte noch besser werden. Und dann werdet ihr ein wirklich guter Spielleiter werden. Und keine Sorge, wenn ihr euch dabei erwischt haben solltet, dass ihr die Frage, kann ich ein besserer Spielleiter werden, mit Nein beantworten wollen würdet, dann seid sicher, ihr könnt. Auf jeden Fall. Und dafür werde ich euch heute zwei große Tipps geben, die ihr berücksichtigen könnt, die euch helfen werden, ein besserer Spielleiter zu werden. Und das wird auch möglicherweise eure Ängste abbauen. Zum einen wird es darum gehen, eine Angst zu verlieren, nämlich die Frage zu beantworten, ist das der richtige Moment dafür? Ja, ist er. Und ich werde dir helfen, wie du mit dem zweiten Tipp größer denken dazu kommst, alle deine Ideen auch so umzusetzen, dass du dich wirklich gut dabei fühlst. Beginnen wir aber erstmal mit dem ersten Tipp. Also, Tipp Nummer 1. Vergiss den Gedanken, ist das der richtige Moment dafür? Denn es gibt nicht den richtigen Moment für irgendetwas. Ich will gar nicht wissen, wie viele unzählige Ideen, die wirklich gut waren, ich einfach vergessen habe, irgendwo abgelegt habe. Ich habe sie mir am Computer möglicherweise aufgeschrieben und dann in meinen Rollenspielordner geschoben und den in meinen IWS-Ordner, das steht übrigens für irgendwelcher Scheiß, und da ist es dann einfach versauert. Und dann habe ich möglicherweise diese eine Idee, die ich zu dem Zeitpunkt super toll fand, irgendwann mal wiedergefunden, weil ich irgendwelche Schlagwörter in die Suchmaschine eingegeben habe, also auf meinem Computer, und dann tauchte da ausgerechnet dieses Dokument wieder auf, in dem das irgendwie zufälligerweise passte mit den Wörtern Kombination und fand die Idee wieder und dachte, hey, das war eigentlich eine tolle Idee. Die sollte ich mir auf jeden Fall später nochmal angucken und ja, dann geht sie wieder vergessen. Möglicherweise nehme ich sie auch nochmal auf, aber hey, warum habe ich die Idee denn nicht damals gepackt und weiterverfolgt, als sie mir gekommen ist? Sie muss mir doch aus einem Grund gekommen sein, weil sie möglicherweise gerade zu meiner Kampagne oder zu meinem One-Shot passte. Und wenn ihr so eine Idee habt, dann haltet doch an ihr fest. Natürlich gibt es Ideen, die nicht in absolut jede Situation passen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, eine Seeschlacht, dann ist das nicht unbedingt etwas, was mitten in der Wüste stattfinden sollte. Ja klar, wenn euch die Idee kommt, okay, dann ist sie vielleicht nicht optimal. Aber die Seeschlacht kann ja irgendwo anders wirklich toll passen. Trotzdem kann aber auch so eine Seeschlacht passend gemacht werden, wenn man sich einfach nur überlegt, wie. Und zu dem Wie kommen wir nachher noch und dann nehme ich die Seeschlacht auch nochmal auf. Grundsätzlich ist der Gedanke, auf den richtigen Moment zu warten, auch gar nicht so falsch. Denn das bedeutet, ihr denkt darüber nach, wie ihr dafür sorgen könnt, dass das Spielerfahrungserlebnis, das eure Spieler bei euch machen, optimal ist. Und das ist auch wirklich wichtig. Allerdings ist es auch so, dass ihr an euren Erfahrungen wächst. Und diese Erfahrung müsst ihr manchmal machen. Und es wird auch manchmal so sein, dass ihr Dinge umsetzt, weil ihr eine Idee unbedingt umsetzen wolltet, die nicht optimal war. Und das werden euch eure Spieler vielleicht auch sagen, aber sie werden doch nicht böse sein. Wenn ihr eine kreative Idee hattet, die ihr umsetzen wollt, dann ist es doch nur sinnvoll, es auch zu machen. Diese Idee habt ihr doch extra für die Spieler geboren, also gebt sie ihnen doch bitte. Sollen sie doch gucken, wie gut sie damit umgehen können. Und wenn es so sein sollte, dass ihr mal scheitert, ist das nicht schlimm. Das gehört dazu. Auch Spielleiter müssen scheitern dürfen.
Und ihr müsst auch wirklich keine Sorge dafür haben, dass ihr irgendwann out of Ideen seid oder so etwas. Es gibt keinen Punkt, dass ihr keine Ideen mehr habt. Grundsätzlich kann man immer Ideen haben. Die Sache ist doch eigentlich, wie man so eine Idee ausschlachtet, wie man damit weitermacht. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt. Denk größer. Der Leitgedanke für dieses Konzept Denk größer ist mir gekommen, als ich damals noch Theologie bzw. Philosophie studiert habe. Und da gab es einen Kurs in systematischer Theologie, da haben die uns das IQM-Argument vorgestellt. Das ist etwas, was Anselm von Canterbury entwickelt hat, eigentlich als Gottesbeweis. Und darauf möchte ich auch gar nicht so wirklich eingehen, aber es hat etwas ganz Wesentliches, was wirklich Wahrheit in sich trägt. Und zwar den Gedanken IQM. IQM steht für It Quo Maius, Cogitari Non Potest. Und das bedeutet sozusagen, das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Und das ist doch eigentlich ein sehr spannender Gedanke. Möglicherweise ist Gott irgendetwas, was wir uns deswegen nicht vorstellen können, weil wir immer nur eine Stufe drunter denken können. Aber wir können doch stufenweise denken. Wir können doch sozusagen einen immer besseren Gedanken verfolgen, bis unsere Idee wirklich rund geworden ist. Machen wir das mal ganz exemplarisch an etwas Einfachem, und zwar Eis essen. Ich gehe jetzt mal davon aus, du magst Eis, ich liebe Eis auf jeden Fall. Und sagen wir mal, ich mache mir den Gedanken, ich möchte Eis essen gehen. Dann ist die erste Frage, möchte ich jetzt ein Stieleis oder möchte ich ein Eis aus der Eisdiele? Und dann werde ich wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, das bessere Eis kriege ich wahrscheinlich in der Eisdiele. Und dann stelle ich mir die Frage, wie könnte ich denn jetzt das optimale Eis für mich vielleicht möglicherweise erreichen? Naja, das aus der Eisdiele hat auf jeden Fall schon mal höheres Potenzial, aber was ist denn besser als ein Eis aus der Eisdiele? Naja, wenn ich hingehe, bestelle ich mir eine Kugel. Besser wären vielleicht zwei oder drei Kugeln. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, so viele kriege ich gar nicht in eine Waffel, aber je mehr Kugeln, desto besser. Na gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt so gut für meinen Kalorienhaushalt, aber wenn es um den Geschmack geht und das Erlebnis, dann ist das doch auf jeden Fall ein wertvoller Gedanke. Und dann werde ich irgendwann merken, okay, vielleicht ist die Waffel nicht optimal, sondern der Becher ist besser, da geht mehr rein. Außerdem will ich ja auch noch Topping, denn durch das Topping wird mein Eis nochmal besser. Ich überlege mir also eine Soße, die ich da drauf haben möchte, die beste Soße, die mir einfällt. Und dann überlege ich mir vielleicht, hey, vielleicht haben die ja auch noch eine Soße, die ich noch nie gegessen habe, die besser schmeckt als jede andere Soße, die ich bis jetzt jemals probieren durfte. Und die kann ich mir doch vorstellen. Möglicherweise ist es so, dass ich natürlich nicht weiß, dass es diese Soße gibt und ich sie deswegen niemals bestellen würde. Aber wir machen doch mit unseren Spielern nichts anderes. Wir geben etwas rein, was es eigentlich vielleicht gar nicht wirklich gibt. Und dann können unsere Spieler darauf reagieren. Und sie können sich etwas darunter vorstellen. Alleine der Gedanke an die weltbeste Soße löst ja irgendetwas in einem aus. Also gehen wir davon aus, wir haben die weltbeste Soße. Und was ist besser als die weltbeste Soße? Zwei weltbeste Soßen, die ich noch nicht kenne und so weiter. Dann fängt das irgendwann an, sich im Kreis zu drehen. Möglicherweise ersäufe ich mein Eis nur noch in Soße. Das will ich also auch nicht. Also muss ich mir überlegen, wie wird es noch besser, ohne noch mehr Soße drüber zu kippen? Na, durch Toppings. Also überlege ich mir, okay, ich mag gerne Erdbeeren oder heiße Kirschen. Die möchte ich also auch noch drauf haben. Und dann möchte ich vielleicht auch noch das weltbeste Topping drin haben. Und ich habe vielleicht noch keine perfekte Vorstellung davon. Aber auch da geht es immer weiter. Und irgendwann habe ich sozusagen den ultimativen Becher erreicht. Und wenn der ultimative Becher erstmal erstellt ist, dann stelle ich mir einfach vor, ich habe ihn zweimal oder unendlich oft oder wie auch immer. Ihr merkt, man kann immer etwas verbessern und genau das müsst ihr mit euren Ideen machen. Also spinnen wir das Ganze doch mal mit einer Rollenspielidee durch. Wir stellen uns also vor, wir müssen am nächsten Tag unbedingt eine Sitzung leiten und wir haben noch nicht wirklich eine Idee, also greifen wir auf so ein Standard-Fantasy-Abenteuer zurück, ein Angriff auf eine Goblinhöhle. Und da ist irgendwas drin. Okay, die Goblin-Höhle ist jetzt nicht super spannend. Die Frage ist auch, warum sollen die Goblins unbedingt in der Höhle wohnen? Also sagen wir mal, es ist eine Goblin-Banditen-Höhle. Dadurch wird es schon mal vielleicht ein bisschen glaubhafter. Die greift dann das Dorf in der Nähe an, weil die ja selber in ihrer Banditen-Höhle jetzt nicht unbedingt anbauen können. Die sind also Plünderer. Jetzt überlege ich, was ist besser als eine Goblin-Banditen-Höhle? Ein Goblin-Banditen-Dungeon. Warum ist der besser? Weil ich mit einem Dungeon etwas mehr machen kann. Der Dungeon könnte Fallen enthalten. Der könnte Hinweise auf alte Kulturen enthalten. Da könnte noch spannende Seiteninformationen mit dabei sein. Irgendwelche verborgenen Gänge und Räume und Schatztruhen. Vielleicht auch noch andere Wesen. Und das ist doch eine gute Idee. Andere Wesen. Da sind also Goblin-Banditen. Warum auch immer, aber vielleicht geben wir dem Warum auch immer doch etwas durch das andere Wesen. Also sagen wir mal, da ist auch noch ein Drache. Diese alte Kultur, die dafür gesorgt hat, dass dieses Gebäude da ist, die könnte ja möglicherweise diesen Drachen angebetet haben als irgendeine Form von Gott, weil sie es nicht besser wussten oder weil er sich so darstellt oder weil in eurer Fantasiewelt ein Drache ein Gott ist.
Und der ist ja vielleicht noch da. Und deswegen sind vielleicht auch die Goblin-Banditen da. Vielleicht sind das ja gar keine Goblin-Banditen. Vielleicht sind es Sklaven. Nach außen sehen sie aus wie Banditen, sie verhalten sich wie Banditen, aber sie machen das eigentlich nur deswegen, weil der Drache ihnen sagt, seht zu, dass ihr Zeugs für mich ranplündert. Warum macht der Drache das jetzt nicht selber? Naja, weil er möglicherweise ein Drachenei bewacht. Das ist dann auch ein guter Grund, warum der Drache da ist und nicht irgendwo anders und warum er sich die Goblins rangezogen hat. Und dieses Ei, das möchte er nicht verlassen. Das hat ja vielleicht auch irgendwo Sinn und das könnten die Spieler doch zum Beispiel wieder finden. Das wäre ein guter Grund, warum die Spieler da reingehen. Erstmal nur wegen dieser Goblins und dann entdecken sie nach und nach, hey, hier ist irgendwie mehr los. Und vielleicht haben sich die Goblins dann vorher auch ein bisschen komisch verhalten. Es kann ja sein, dass die Goblins, die normalerweise als Räuber wahrscheinlich eher aggressiv wären, wenn man ihr Territorium betritt, da sich aber anders verhalten. Man kommt näher und sie verstecken sich erstmal. Sie sind passiv, sie greifen nicht an, sondern verteidigen nur und flüchten auch unheimlich früh. Es gibt eigentlich gar nicht so wirklich einen Grund, haben die Spieler möglicherweise das Gefühl, dass die sich so verhalten oder beziehungsweise da muss doch mehr sein. Und dann könnte es sogar sein, wenn ihr eure Mörderhobo-Gruppe da reingeschickt habt, dass sie am Ende, als sie den Drachen begegnen und rauskriegen, die ganzen Goblins, das sind alles einfach nur Sklaven von ihm gewesen, dass sie sogar ein schlechtes Gewissen haben, weil sie diesen Goblins zu Unrecht Schaden zugefügt haben. Die machen das ja vielleicht wirklich nur aus der Not heraus. Wir lösen also auch noch ein Dilemma aus, ein Plot-Twist an der Stelle. Über Plot-Twists wird es nochmal ein eigenes Video geben, aber so kann sowas doch losgehen. Und schon haben wir unheimlich viel Potenzial in dieser einfachen Geschichte Goblin-Höhle. Und das nur, weil wir sozusagen immer einen Schritt weiter gegangen sind, uns immer nur überlegt haben, ein Aspekt, wie wäre der noch besser? Wie könnte das noch krasser sein? Wie könnte das noch spannender sein? Und so entwickelt sich so eine Idee. Geht kleine Schritte. Ihr müsst am Anfang gar nicht alle gehen. Geht einen nach dem anderen. Stellt euch das Ganze einfach ein bisschen vor wie einen Treppenlauf. Beim Treppenlauf ist ja auch nicht das Erreichen der obersten Stufe das Ziel, sondern der Weg. Es geht um das Training. Ihr wollt ausdauernder werden. Ihr wollt kräftiger werden. Und das Gleiche macht ihr sozusagen mit eurem Gehirn, wenn ihr auf die Art und Weise eure Ideen trainiert. Eure Ideen werden Stufe für Stufe besser. Ihr werdet Stufe für Stufe besser. Möglicherweise schafft ihr beim ersten Training noch nicht die ganz oberste Stufe zu erreichen, aber ihr seid einige nach oben gegangen. Und da knüpft ihr beim nächsten Mal wieder an. Da könnt ihr weitermachen. Ihr erreicht schneller diese Stufe wieder, weil ihr jetzt trainiert seid. Oder ihr könnt von dieser Stufe abspringen auf eine andere Treppe und da möglicherweise einen anderen Weg einschlagen. Auf jeden Fall lernt ihr. Ihr werdet besser als Spielleiter, spürbar, wenn ihr so immer weiter denkt. Ihr merkt, lernen und Fortschritte zu machen, ist vielleicht gar nicht so schwer, wie ihr euch das vorstellt. Traut es euch doch einfach mal mit einer einfachen Idee, schaut, wie es ausgegangen ist und überlegt euch dann, was hätte ich besser machen können. Der Grundgedanke nach einem Abenteuer muss immer sein, wenn ich diese Session nochmal halten würde, was würde ich dann anders bzw. besser machen? Und wenn ihr das als Reflexionsschritt sogar immer weiter reinarbeitet, dann werdet ihr noch schneller Fortschritte machen. Denn dann habt ihr im Hinterkopf auch immer gleich mehrere Lösungswege. Fürs nächste Mal, wenn ihr wieder in eine ähnliche Situation kommen solltet, dann habt ihr vielleicht einen Ausweg oder ihr wisst schon, was schief geht, aber müsst nicht bangen, dass es wieder schief geht, denn ihr habt euch schon überlegt, was ihr eigentlich machen könntet, um das Ganze zu retten. Und ihr habt gerade auch gemerkt, die einfache Idee Goblin-Höhle kann zu so viel mehr werden durch einfaches, schrittweises Denken. Überlegt euch nicht von vornherein den ultimativen Plot, sondern beginnt klein und vielleicht kommt der Plot dann zu euch. Manchmal mag es andersrum sein. Man kann natürlich auch die Treppe rückwärts runtergehen und sich überlegen, wenn ich dieses ultimative Erlebnis erreichen möchte, welche Schritte muss ich denn dafür eigentlich gehen? Was ist ein Schritt zurück? Und was ist der Schritt davor, bis ihr sozusagen die Basis erreicht habt, ab der ihr reinstarten wollt in eure Idee? Seid mutig. Ihr seid bereits jetzt tolle Spielleiter. Ihr habt jetzt schon tolle Ideen. Ihr müsst das Ganze sozusagen nur noch an den Mann bringen. Und ich hoffe, mit meinen beiden Schritten, die ich euch heute gezeigt habe, erst einmal die Angst davor abzulegen, die Idee umzusetzen, weil ihr glaubt, dass sie möglicherweise woanders passt, und immer größer zu denken, wird euch da auf jeden Fall helfen. Kommen wir nochmal zurück zu der anfänglichen Idee mit der Seeschlacht in der Wüste. Die Seeschlacht in der Wüste klingt erstmal doof. Aber was ist denn, wenn ihr sagt, da ist eine Seeschlacht zwischen zwei Geisterschiffen, mitten in der Wüste, wo eigentlich nur Sand ist. Aber diese Wüste könnte doch uralt sein. Möglicherweise war da früher mal Wasser, das Meer oder sonst etwas. Und das ist nur ein Spiegel der Zeit. Die Spieler treffen also
auf diese Schlacht in der Wüste, selbst wenn sie sie nur sehen, sie werden sie imposant finden. Möglicherweise wollen sie sogar interagieren und kriegen darüber etwas raus, zu einer Sidequest, aber vielleicht auch zur Mainquest, in der es eigentlich darum geht, wie ist denn eigentlich dieser Tempel dahin gekommen. Sie kriegen irgendwelche Informationen darüber und das hilft ihnen dann möglicherweise bei ihrem Spiel. Also auch wenn eure Idee im ersten Moment nicht passen mag, man kann sie passend machen, wenn man schrittweise denkt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch ein bisschen inspirieren, vielleicht ein bisschen voranbringen. Und wenn ihr mehr solche Tipps haben wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare und abonniert natürlich meinen Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpassen werdet. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag, erlebt großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.